Hey ho, hier ist Max von Max und Moritz Online und mit einer neuen Serie und zwar mit, wie ihr es schon sehen könnt, Everybody's Gone to the Rapture. Ein Indie-Titel für PlayStation 4. Schon ein bisschen was älter, aber ich wollte es eigentlich die ganze Zeit zocken und bin jetzt endlich dazu gekommen, es Ich aufzunehmen. bin Dr. Catherine Collins. Und ja, los geht's. Ich weiß nicht, ob dies jemals jemand hört. Es ist alles vorbei. Ich bin als Einzige übrig. Ich weiß auch selbst nicht so viel vom Spiel. Nur, dass es auch in so Richtung Walking Simulator geht. Ich hoffe, es ist nicht zu Horrorspiel-lastig. Denn das sollte sich bis jetzt rumgesprochen haben, dass ich das nicht so gut kann, irgendwie. Die Horrorgeschichten. Vor allen Dingen nicht ohne Moritz. Oh. Ja. Okay, das ist ziemlich krass. Ist das schon Spielgrafik? Okay, das ist wirklich heftig. Okay. Wir hören ein Radio. Also es sieht echt fantastisch aus. Das ist ja abgefahren. Mit dem Nebel. Super geil. Okay, also wir müssen uns halt, ich glaube, einfach nur ein bisschen umgucken. Und jetzt, ja, einfach mal gucken, warum. Sind wir die letzten Überlebenden? Ich werde so lange senden, wie es mir möglich ist. Wenn ich recht habe, kann man das Signal auf der anderen Seite des Tals empfangen. Das Ereignis hat Spuren hinterlassen. Wir verstehen es noch nicht, aber wir arbeiten daran, es irgendwie zu begreifen. Du kannst die Spuren nutzen, um zu finden, was du suchst. Die Antworten. Spuren? Sie sind alle hier. Die Antworten sind im Licht. Sind im Licht. Haben wir eine Lampe hier? Ist das ein Telefon? Okay, mal schauen, was. Eins sechs, eins vier, eins fünf, eins sieben. Okay, das ist ganz schön. Das reicht mir schon, ehrlich gesagt. Okay, es wiederholt sich einfach nur. Kann ich. Ich guck mal einmal kurz, was ich für Knöpfe habe. Und ich habe gar nichts. Interessant, okay. Ich werde so lange sehen. Das wiederholt sich einfach nur alles. Okay, hier ist irgendwo. Ich möchte Ich natürlich. werde so lange. Ja, okay. Also ich kann einfach nur alles anklicken, mehr oder weniger. You are here. Observatory. Okay, ja. Das sind einfach nur Sternbilder. Okay, irgendwo ist dieses Telefon. Kann ich sprinten? Ne. Dies ist eine Sondermeldung des Komitees für Katastrophenschutz.
Aufgrund der ungewöhnlichen Umstände unterliegen Radio und Fernsehen in diesem Gebiet ab sofort dem KFK, gemäß der Krisenbereitschafts- und Handlungsverordnung von 1982. Lassen Sie Radio und Fernsehgeräte jederzeit eingeschaltet. Bleiben Sie zu Hause und meiden Sie Kontakt zu anderen. Führen Sie keine Telefongespräche außerhalb des Orts. Verfallen Sie nicht in Panik und bleiben Sie ruhig. Lassen Sie diesen Sender eingeschaltet für Neuigkeiten. Okay, also es ist irgendwie was Krankes oder Großes passiert, ja? Ich kann nicht schnell laufen. Das Fahrrad benutzen, kann ich das? Auch nicht. Ich mach mal das Radio wieder an, weil er gesagt hat, Radio anlassen. Ich werde so lange senden, wie es mir möglich ist. Ich weiß nicht, wie paranoid man hier sein muss mit den Sachen, die die einem sagen. Kann man das Signal auf der anderen Seite des Tals empfangen? Das Werkzeug? Ereignis. Werkzeug kann ich nicht aufnehmen. Spuren hinterlassen. Wir verstehen es. Hat der Controller nicht, kurz vibriert? Wir arbeiten. Okay, rein komme ich hier nicht. Also gehen wir die Straße runter. Hammer. Einfach nur Hammer. Oh, jetzt aber hier nur so drunter zu schleichen. Na gut. Das wirkt alles nochmal ein bisschen mehr auf uns. Okay, ein Auto. Sitzt keiner drin, ich kann aber auch nichts mitmachen. Hier kommen wir auch nicht weiter. Was war das? Ich versuche nur, meine Arbeit zu machen. Sie beide werden in dieser Schicht als Einzige hier sein. Ich sage ja nur, falls der Strom fürs Haupttor ausfällt, kommt niemand mehr ins Observatorium rein oder raus. Dafür gibt's ja die Notfallgeneratoren. Gott, warum diskutieren wir das überhaupt? Kommen Sie ja nicht zu mir gerannt, wenn Sie hier festsitzen. Wenn wir hier festsitzen, können wir ja wohl kaum zu Ihnen rennen, oder? Überlassen Sie uns einfach die Denkarbeit und Sie können wieder Blätter zusammenfegen oder Glühbirnen auswechseln. Zufrieden? Dann Abmarsch! Arschloch! Das war wirklich unnötig. Nur weil du sauer auf mich bist, musst du es nicht an allen anderen auslassen. Kate, können wir einfach drüber reden? Nein, Steven, mir reicht's. Ich will nur weg von hier und heute Abend ist die beste Gelegenheit dazu. Du machst die Systeme bereit, ich gehe zu Turm 6. Kate. Ich liebe dich. Das weißt du, oder? Das weiß ich. Na los, fangen wir an. Okay, was ist... Kann ich mir die wohl immer wieder angucken? Okay, ne, doch nicht. Also wenn wir den Generator anschalten... Guck mal, hier geht nichts mehr, ne? Wenn wir den Generator anschalten, können wir hoch zum Observatorium. Oh, hä? Yeah. It's a witness. Ja, laufen wir mal weiter. Muss ich da wieder so machen? Nein. Okay, es sind aber irgendwie Erinnerungen, ne? Sachen, die passiert sind, oder? Oder die passieren werden.
bisschen schneller gehen könnte. Na, jetzt habe ich alles probiert. Nicht so schnell, Jeremy. Haverton Road. Alles verlassen. Oder? Hier ist keiner mehr. Es wird doch ein Horrorspiel. Ja, super. Jordan. Oh, das Telefon geht. Wer ist da? Hallo? Kate, falls du das hörst, du musst das optische System ausschalten. Es nutzt das Observatorium als Kanal, um zu uns zu gelangen. Und es breitet sich schon jenseits des Tals aus. Kate, das dürfen wir einfach nicht zulassen. Es wird stärker. Ich rufe Clive zurück und zwinge ihn, den Luftschlag anzuordnen. Ich sehe einfach keine andere Chance mehr. Hallo, hören Sie mich? Wir brauchen Hilfe. Wer sind Sie? Scheiße, legen Sie sofort auf! Sofort auflegen! Oh Gott. Okay, es scheint irgendwie was Außerirdisches zu sein. Oh wei. Na gut. Please drive carefully. Jeremy? Was ist, wenn das die Aliens sind? Oh Gott. Sei nicht so hart zu dir selbst. Jeder wird mal zurückgewiesen. Du nicht. Ach, komm schon. Wir überarbeiten einfach die Daten und reichen es nochmal ein. Deine Grundidee ist gut, nur deine Zahlen stimmen nicht ganz. Sei bloß nicht so gönnerhaft. Ich bin doch nicht gönnerhaft. Ich halte dich für einen wirklich genialen Mann, Dr. Appleton. Hör zu. Ich bin hier. Wir sind zusammen, du und ich. Die Konstellation morgen. Das ist dein Ding, ja? Du hast die Chance gesehen und alles berechnet. Auch wenn sie es nicht erkennen. Krass. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt soll ich mich besser fühlen? Steven. Aber warum zeigt Jeremy das? Für die Leute hier bist du ein Held. Der verlorene Sohn, stimmt's? Wundert mich, dass man dir zu Ehren noch kein Denkmal errichtet hat. Ja, ja, lach du nur. Aber ich wette, der Gemeindevorstand hat schon ein Unterkomitee drauf angesetzt. Willkommen daheim, Dr. Appleton. Touché. Okay. Also es scheint wohl offensichtlich auch um dieses Liebespaar zu gehen. Steven und Kate. Yes. Ich guck mich einmal erstmal hier um. Ich weiß nicht, wie gründlich ich das hier alles machen muss. Okay. Hätte ich das von außen auch gekonnt? Jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Bringt das was? Ich
glaube, ich bin zu paranoid für das Spiel. Okay, es wird wieder dunkel. Es ist wieder irgendein Telefon am Bimmel. Oh, da hinten ist nochmal Jeremy. Ich kann aber nichts aufheben. Es ist wirklich nur pures. Einfach gucken, exploit. Explore, exploit. Geschichte wahrscheinlich. Ohne Horror habe ich. So. Ja, ist abgeschlossen. Guck mal, hier ist ein Radio. Außergewöhnlich. Das Ganze erinnert mich an damals in der Highschool, als ich den Mars zum ersten Mal gesehen habe. Dieselbe fieberhafte Aufregung. Mir zittern die Hände. Ich höre immer auch nur so Erinnerungen. Ne? Also das erste schien wirklich so eine, eine echte Sendung zu sein, die jemand ausstrahlt immer und immer wieder. Aber das ist ja jetzt nur eine Erinnerung. Komme ich durch die Fenster irgendwie rein? Ich würde mich so mega erschrecken, wenn auf einmal jemand direkt vorm Fenster steht. So kommen wir hier auch nicht rein. Das Auto. Oh, wir sind offensichtlich in England. Okay, hier vorne war doch. So hieß doch das Buch gerade. War das kein Buch? Closed until further notice. We've got the flu. Please try to understand the differences. We opened up. Nice. Der Schmech raucht noch. Kann nicht so lange her gewesen sein. Haben wir hier alte Erinnerungen? Ich meine, wir sind ja auch mittendrin gestartet. Wir sind nicht irgendwie. Wie lange ist das nicht her? Wenn der Aschenbecher noch raucht. Können wir auf Klo gehen? Ne. Geiles. Fish and Chips. Definitiv England. So, also kommen wir auch hier. Geil. Es geht weiter. Es geht weiter. Hier höre ich aber noch was. Ah, da ist noch ein Radio. Ich suche weiter, doch es gibt keinen Sinn. Das Gebiet, aus dem das Muster kam, ist mit dem Teleskop nicht mehr aufzufinden. Das ist einfach nicht möglich. Man kann deutliche Veränderungen des Raumlichts in diesem Bereich des Himmels erkennen. So wie bei einer Überbelichtung, wie ein Polaroid, das in der Sonne gelegen hat. Also schon irgendwas, was aus dem Himmel kam. Die Alien-Theorie verfestigt sich. Mal schauen. Also hier gibt's ja jetzt nichts mehr, oder? Hier rechts würde es zum Auto gehen. Ich weiß nicht so ganz. Ich bin halt so neugierig, anstatt jetzt allen immer nur von da diesen Sternchen zu Sternchen zu laufen, würde ich lieber mich alles erkunden. Erforschen. Geht auch nicht. Oh, hier ist offen.